jetzt hänge ich schon hier. Guckt euch das an, gleich versaut. Naja, egal. Vera, eine TV-Legende im Big Brother Haus. Ja. Von Talkshow bis Dating, du hast schon alles moderiert. Und wenn Knossi ruft, kommst du sogar zu mir, Big Brother. Aber freu mich. Vergiss nicht, ich sehe und höre alles. Mal sehen, ob du auch hier den Laden zusammenhältst. Hast du eine Sache ist sicher, mit dir wird es im Haus so schnell keinen Streit geben. Du hast schließlich Übung, oder? Ja, ich glaube, das kriege ich hin. Hast du denn Angst, dass ich mich schlecht benehme? Nein. Mache ich auch nicht. Du, ich habe mich leider schon ein bisschen eingesaut mit den ollen Brötchen. Stört das jetzt? Nee, ne? Mache ich so. Kann man ja waschen da drin, ne? Schnell rein mit dir. Da ist noch keiner. Hallo, freut mich auch sehr. Vielen Dank. Ey, jetzt wird sich wie geht's? Hallo. Hallo, guten Morgen. Hi, freut mich. Hallo, hallo. Ich habe euch gestern alle natürlich im Fernsehen mal ein bisschen. Sehr gut. Oh Mensch. Guten Morgen. Ey, die auch. Ach, die Jungs, die trauen sich nicht. Hallo. Grüß dich, Sandra. Hallo. Oh, hier stinkt. Du hast noch nicht mal die Zähne geputzt. Nein. Ey, Vera, in wen ist da? Vera. Guten Morgen. Guten Morgen zusammen. Hallo. Hier ist dein ich habe Frühstück heute mitgebracht und Kaffee. Geil. Wow. Kaffee habe ich auch mitgebracht. Ja. Ey, du bist es wirklich. Du bist es wirklich. Ja. Und unser Thema heute. Wie geht's Handball. Euch? Gut. Super. Sehr, sehr viel gelacht. Ja, wir machen uns schnell fertig. Wir wussten nicht, dass du so früh kommst. Ja, das ja, macht überhaupt nichts. Ihr könnt aber auch so bleiben. Das stört mich gar nicht. Ja. Der steht hier. Ja, aber uns stört. Gar niemand. Was ist dein Eindruck? Der erste Eindruck zählt ja immer. Sauhaufen. Also geil. Ich bin sehr erstaunt, wie lange ihr schafft, wach zu bleiben. Oh ja, ich auch. Und wie viele Stunden? Oh mein Gott, wirklich? Ja. Und ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Ich habe mal reingeguckt heute Morgen, als ihr alle geschlafen habt. Da habe ich es mir schlimmer vorgestellt, dass wir viele Geräusche machen. Ne? Nee, gell? Es ist relativ war ruhig. Heute Morgen. Ja, einer hat geschnarcht. Ja, das war absolut genau. Ja, kalt. Ja, einer hat man gehört, aber ansonsten war das sehr human. Ja, du bist wirklich da. Ich bin Knossi. Ja, ich weiß. Das ist Marc Eggers. Ich weiß. Fritz Meinecke, Survival. Ja, nee. Ja kenne ich. Adam, Skyline TV, der macht die Internetübertragung, der sorgt, dass hier das Netz gut ist. Beides Kaffee. Bei mir sagt sie nicht, ich weiß. Ja, da hast du es nicht gewusst, gell? Nee. Nee, macht ja nichts. Nee. Dann haben wir den Rüppel-Rapper. Ja, ich Finch, ja. Kennst du? Ja. Kennst du die Musik? Ich wusste ja, wer drin ist. Und ich habe natürlich alles nachgeguckt. Und ich glaube, ich habe keinen von euch jemals auf einer Veranstaltung oder irgendwo getroffen, richtig? Ja, nee. Wir haben uns noch nie gesehen, ne? Nee. Nein. Das ist Money Mark von den Atzen. Ja, ich weiß. Du bist ja auch schon sehr lange dabei. Babelsberg bei euch bei einer Sendung. Warst du mal in meiner Talkshow? Nee, ich war nicht da, aber ein Kumpel. Ja. Doch, ich war da. Nein, aber wir sind nicht reingekommen, weil so ein Kumpel von uns festgenommen haben. Der ist nämlich aufs Dach geklettert und wollte irgendeinen Müll machen. Und dann hat den Sicherheitsmann gejagt. Das ist kein Witz. Ja. Das ist aber Ewigkeiten her. Ja, bei uns ist mal einer während so einer Redaktionskonferenz ist einer mal durch die Decke gestürzt. Da hat sich auch irgendeiner da angeschlichen, wollte irgendwas und ist dann die Decke ist eingekracht und der lag dann auf dem Konferenz. Das war der nicht, aber der ist auch aufs Dach geklettert. Ah, nee, der ist abgehauen bei irgendeiner weiß ich. Ja, okay. Aber ist nichts Schlimmes passiert. Ja. Sie aber da ist unsere Wildcard-Gewinnerin. Oh, sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Nö, alles gut, es war schon vorbei. Ich muss auch erstmal wach werden. Ey, Mann, das ist jetzt so krass, dass du einfach neben mir sitzt. Ja. Kannst du noch? Ja, ja. Ja. Ja, aber so, weißt du, es ist so. Ey, guck mal, wie ich aussehe jetzt.
Das macht aber nichts. Ich finde das eigentlich, für mich ist, ich habe ja vorher auch die andere Staffel geguckt. Das, das echte Promi Big Brother hier. Ja, ist ja das auch ein echtes Promi Big Brother. Ja. Und ich habe mir dann immer gedacht, okay, es ist mir jetzt nicht so fremd, wie das so aufgebaut ist und mit Kameras und hin und her. Und der Charme für mich ist tatsächlich mal hier drin zu sitzen. Ich habe es mir aber wesentlich größer vorgestellt. Ihr auch? Ja. Ich finde es schon sehr eng, oder? Ja, ja. Ich habe nicht gedacht, dass hier drin so viel kaputt ist, wenn ich ehrlich bin. Ja. Vor allem der Schrank, dass die euch so einen kaputten Schrank hier reinstellen. Ja. Schrank. Schwierig. Ich weiß. Ja. Aber es sind viele, darf ich das rausplaudern? Ach, ihr kriegt ja die Streams auch mit, ne? Also da feiern euch aber ganz schön viele. Das ja, aber sind wir gewohnt. Immer so. Seid ihr gewohnt? Nein. Ja. Hey, das ist klar. Nein, und ihr habt mich auch gewundert, dass dann wirklich noch 16.000 Leute im Stream sind, nur weil ihr schlaft. Ja, das war da auch gesagt. Ach, so viele waren noch echt. 16.000 ja. Fand ich viel, eine hohe Zeit. Weil es passiert ja nichts. Es war wirklich nur eine totale. Alle lagen und nein, das waren alles die schlafen wahrscheinlich mit uns. Ja. Aber es schreiben auch viele rein. Ja, glaube ich auch. Ja, und wie viele Leute das kennen, weil ich glaube jetzt nicht, dass das so meine Generation jetzt permanent irgendwie mit den Streamingdiensten und Sachen, die ihr so macht, permanent jeden Tag in Berührung kommt. Aber wie viele da einfach sagen, oh klar, der ist da auch wie toll und dies und jenes, das vermischt sich gut. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Und ich finde es toll, dass du hier hingekommen bist. Also wirklich, dass du da bist. Du bist eine ganze Liebe. Meinst du? Nein. Doch, aber man merkt es auch direkt. Du bist eine von uns. So ganz normal. Ja. Kannst du einmal Vera mittags so moderativ eröffnen mit unser Thema heute? Ja. Okay. Ja. Okay. Die erste Person, die dann auch mal der Aufmerksamkeit auch mal möchtest du das gerne? Kommt der Comedian eigentlich noch? Stimmt. Wow. Ich glaube, da kommen gleich noch welche. Ne? Oh. Das ist schon das Licht. Ah, wieder an. Wieder alles gut. Baustelle. Ja. Okay, kannst du einmal so machen? Möchtest du mal so? Ja, ja. Möchtest du auch, dass du richtig vorgestellt bist? Ja, Thema. Und alles okay. Okay. Versuchen wir mal. Ich habe es ja lange nicht mehr gemacht, weißt du ja, ne? Ja. Ey, das war doch eine geile Zeit, oder? Ja. Drei Sendungen wahrscheinlich am Tag? Ja. Boah. Gut informiert. Nee, aber also, das war immer so. Als ich angefangen habe, war das noch wirklich human. Da hat man eine am Tag gemacht und mal einen Tag zwei, das nicht so anstrengend ist. Okay. Aber dann natürlich die Schlagzeil. Braucht es ja jeden Tag eine frische Folge, da musstest du irgendwann mal hochballern. Ja. Und war das alles in den Babelsberg-Studios damals? Ja, alles. Ja, ne? Ja. Ja. GZSZ da. Ja, genau, die waren gleich nebenan. Also wir hatten das Studio nebeneinander, ne? Das ist ein Riesenkomplex Gute Zeiten. Und wir waren dann mit Vera am Mittag gleich daneben. Ja, genau. Und wir hatten unten Studio, Funktionsräume für die Gäste, Pipapo, alles was raus, Regie und so weiter. Und oben drüber hatten wir dann eine Etage komplett, wo die Produktion saß und eine Etage, wo die Redaktion saß. Da waren ja auch viele Leute. Das war ja dadurch, dass du täglich was gemacht hast, das ist ja viel Aufwand gewesen. Wäre am Mittag 11:30 siehst du? Ja, am 11:30. Uhrumstellung. So, es ist ja Zeitumstellung. Ist ja erst ein Glück, ne? Ja. Pass auf, ey, es geht jetzt, setz dich hin, wir sind Publikum. Okay. Die Tür. So, die Vera kommt gleich, ne? Und dann macht ihr. Und dann wird hier richtig applaudiert. Ja. Ne? Und wir sind hier in einem Fernsehshow. Das heißt, kann immer wieder die Kamera auf uns sein. Deswegen lächeln, das macht hier Spaß. Hier ist für euch, wir starten jetzt in die Aufzeichnung von Vera am Mittag. Herzlich willkommen. Da sind wir wieder, wie jeden Tag, und haben eine wunderbare Show heute mit sehr frischen, jungen Leuten, die vielleicht viele Leute noch nicht so auf dem Schirm haben. Aber hinter dieser komischen Fassade, die am Anfang vielleicht so ein bisschen, naja, braucht man das wirklich, merkt man, da sind weiche Kerne da. Und die wollen wir heute mal rausfinden und schauen, ob diese Menschen wirklich was zu bieten haben. Schön, dass ihr alle da seid. Wow.